So, hallo zusammen, in der heutigen Produktvorstellung möchte ich euch unsere neuen Fluorocarbon-Stinger vorstellen. Sprich, alle Stinger von dieser Produktlinie sind an Fluorocarbon-Schnur gebunden. Was man zu den Stinger sagen kann, alle Stinger haben eine Tragkraft von 16 Kilo. Sprich, die 16 Kilogramm starke Schnur wurde hier verbaut, sowie Klemmhülsen zur Befestigung an der Öse hinten sowie am Haken vorne. Auch wichtig zu sagen, die Öse am hinteren Teil ist entsprechend groß gehalten, um sie auch ideal über jeden Chickkopf zu bekommen, wie ihr hier sehen könnt. Zu den Größen selbst, die Haken sind erhältlich in der Hakengröße 4, 6, 8, wobei die Hakengröße 4 in der Länge von 6 cm, 8 cm bzw. 10 cm für den Stinger erhältlich ist, um einfach den Stinger entsprechend den verschiedenen Köderfischgrößen anzupassen. Die Hakengröße 8, sprich die kleinsten der Produktlinie, verfügt über eine Länge von 4,5 cm, 6 cm und 8 cm, um auch hier beispielsweise mal zu sehen, an der Montage mit einem 4,5 cm Stinger und einem 9 cm Gummi zu angeln. Wenn man das möchte, kann man natürlich auch hier zum Beispiel den Chickkopf weglassen und dafür mit Chiburaska angeln und nur mit einem Stinger auch möglich. Da ist die Flexibilität noch besser, für den Fisch durch die Fluorocarbon unsichtbarer und die Flexibilität, wie bereits gesagt, vom Fisch noch besser, wenn man hier gegebenenfalls den Chickhaken weglässt und mit einem Chiburaska angelt. So, in diesem Sinne erhält ich bei eurem Tackle Dealer, versucht es einfach mal aus, immer zwei Haken im SB-Päckchen und erhältlich in den wie genannten verschiedenen Größen. In diesem Sinne viel Erfolg am Wasser und viel Spaß beim Testen.